Hallo Kinder, habt ihr Lust zu spielen? Wir Ja! schon und damit herzlich willkommen zurück bei Falsche Richtung. Bei falsche Richtung. Ah! Ah, nee, richtige Richtung. Da müssen wir lang. Wo müssen wir da, ja? Bei grausig gemeinsam Durchgelitten. durchgelitten. Und die letzten Folgen hatten dieses Durchgelitten auch durchaus sehr verdient. Ich meine, wenn das durchhaut, haut das halt durch, entspringe ich rüber. Ja. Mir doch wurscht. Und ja, letzte Folge sind wir ein bisschen weiter in das Innere des Eisenschlosses vorgedrungen und haben den Sonnenturm erkundet. Nachdem wir erstmal den dunklen Glockenwächter suchen mussten, der sich nicht zeigen wollte. Jetzt ist die Piste hinunter. Ey, du Arsch, was soll denn das? Ich hab die Brücke kaputt gemacht. Ach, das Oh, ist. Ah, jetzt ist er doof. Vorsicht, Pfeile von hinten. ja, naja, was will ich machen? Muss ja. Okay, ich dachte, man schafft es vielleicht, ihn dreimal zu hauen. Schafft man nicht. Ist der hin? Nutzt du das, um mich zu heilen? Kann Okay. man euch jetzt. Ach, da hinten, guck mal. Warum auch immer Warum steht er ist jetzt der da? jetzt da? Das. Kann man euch jetzt runterschmeißen da? Nur mal so als Test. Und tschüss. Nice. Und wieder hoch. Auch nicht schlecht. Cool, jetzt können wir auch mal gegen einen Feind stürzen. So. Was ist das für so ein Schieberätsel hier aus? Ist das gleich irgendwie anderes, die Hebel tätigt, wenn man sich alles verschiebt und wir mit Lava stürzen? Tschüssi! Oh, ist rechts. Was war das? Warum leuchtet der so blau? Irgendwie Angst, dass es irgendwann Dollar kommt, das Feuer. Ah, ja. Ach, Na. na. Oh, jetzt greift er an. Zum Glück man nicht immer so eine. Ah. Hey, man kann treten! Nee, das war der Ansatz zum Backstep, den wir mit der Waffe noch nie gesehen haben. Zum Glück man nicht immer so einen komischen Angriff funktioniert. So, also. Überall diese Statuen von Schmelzerdingen. Ich denke mal, so ein Schmelzerding dann sein, ne? Boah. Wie sehe ich das? Nice. Okay. Oh, der hatte was. Hey. Eisentrachtrüstung, das kennen wir nicht. Aber die Rüstung hatten wir noch nicht. Nicht? Glaube nicht. Aber wird eh zu schwer sein. Gott, wie oft wir diese Guck mal, Anlo. die Alonne. Alonis. Achso, wie die ist auch sehr schwer, ja. Wow, 181. Tatsächlich. Klosteramulett, große Seele. Und hey, ein Foggate. Was verrückt sich dahinter? Ein Gang. Das finde ich schön. Ein Gang. Ich bin ja sonst immer in freudiger Erwartung auf Bosse. Jetzt bin ich gerade zum ersten Mal durch und dachte, ein Glück. Ist das vielleicht doch ein Boss? Der gerade nach oben. Ist das für eine lange Kette? Warum? Und warum kommt daran nichts hoch? Ja, wir werden einfach unendlich lange aus dieser Lava rausgezogen. Komisch. Auch weil sie da abgerollt werden wieder. Hä? Was ist das denn für ein komisches System? Man weiß es nicht. Ganz zu komisch aus. Jetzt sind wir im Eisenschloss im Richtigen. Ja. Jetzt sehen wir, warum alles hier irgendwie mit Eisen zu tun hat. Weil wir ja gelernt haben, die Legende ist, der König baute dieses Schloss aus Eisen, Genau. was dann so schwer war, dass es einfach in den Erdkern eingedrungen ist. Okay, ein Hackbein. Die Guillotine. Na! Ah! Oh nein, ich darf ja nicht zu weit weg. Aber auch nicht zu Oh. nah ran. Ja, lass mich doch erstmal wegkommen. Sei doch mal fair, Mensch, es Dark Souls. Na! Oh Gott. Ich brauche eine Lichtscheibe. Okay, orientieren, wenn das weggeht. Man sieht ja nicht mal, wo man lang kann. Links oder rechts, man darf ein bisschen so eine Ecke so ein bisschen stellen. Ach so, okay. Ah! Ach Gott. Okay, Boah. das Einsammeln ist eine Falle. Ziemlich eindeutig. Was ist denn? Aber egal. Upsa, wo kommst du denn her? Hab ich gesehen gerade. Ja.
stimmt. Wow. Da unten. Nettes Händchen. Gut, dass wir wissen, dass sie so bei so einem großen Bossen nicht so richtig wissen, wie sie sich umsetzen sollen. Kann es sein, dass das ganze Ding eine Eisenbullenstatue ist? Möglich. Ja, ich glaube, lange bin ich vor dem Boss nicht mehr. Nicht mehr. Oh Gott. Gefeit. Wird sogar schon dahinter lauern. Aber es sieht ein bisschen kleiner aus eigentlich. Naja, eigentlich schon. Da kommt aus der Lava raus. Oh nein. Oh, komm, ein Boss! Ja, dann dürften wir jetzt wohl den alten Eisenkönig sehen. Er kommt aus der Lava. Ja, ich hoffe mal, dass er den Boden irgendwie begehbar macht. Oder wir bräuchten einen Ring, den wir irgendwie verpasst haben. Diablo? Ja. Ziemlich genau, ja. Das ist wirklich Diablo. Das ist also aus dem alten Eisenkönig geworden. Die klauen voll bei anderen Spielen. Echt mal. Voll schlecht. Voll öde. Alter, ist das viel episch. Oh Gott. Also Diablo im Großformat. Ja. Scheiße. Oh, Frank. Alter Eisenkönig, das ist wirklich der alte Eisenkönig. Du kannst irgendwie dran spielen. Da kannst du nicht rein. Ach, da kannst du nicht reinspringen. Gott. Boah! Trotz Weißstein machen wir gut Schaden. Na! Oh Gott. Okay. Anvisieren erstmal. Nochmal. Nein, 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 nein. Feuersturm. Hör auf! Mann! Okay. Das ist zum Glück recht träge. Ach so, das war wieder der Move. Wir in Arm ab. El Diablo. Das war blöd. Nein, bleib doch liegen, bleib doch liegen! Du dumm Fassi! Okay. Da musste noch irgendwas kommen. Der war ja, okay, zu leicht also, eigentlich. Ja. Einfach wenn er haucht, entscheide ich für links oder rechts, dann schaffst du ihn. Ja. Aber irgendwas macht er bestimmt noch, was du. Das war mein 10:9! Nicht wieder derselbe Verlauf wie beim letzten Mal. Na, oder ich werde jetzt verkacken, dann schaffst du ihn, dann führst du 10:9 und bei der nächsten Session mache ich dann einfach mal das 13:10 raus. Was jetzt im Plan? Können wir auch machen. Ja, ich sag mal, wenn es am Ende, weiß ich nicht, 22, nee, das passt ja gar nicht, 22 zu 18 was? Zu 12 ausgeht oder so, ist das für mich auch in Ordnung. Weil dann kann man sagen, haben wir auf jeden Fall beide was geleistet. Ja. Und es ist nicht so, dass einer komplett das Spiel gespielt hat und der andere sagt, oh, ja, ja, mach mal. Ja. Hast du dir aus hier? Also nur als Tipp, die drei Schläge kann man schaffen, aber es ist sehr knapp. Och, soll ich schon so gut. Und wenn sie dich treffen, schleudern sie dich ziemlich. Also du solltest möglichst nicht deinen Abgrund betreten. Ja. Ah, da ist er schon gegangen. Der Typ. Juhu! Warte mal, das ist der Typ. Ja, natürlich ist er bei mir wieder da. Steh auf, Junge. Oh, wie kann er denn da reintreffen? Durch die Wand. Durch die Wand durch. Nicht weit ist nicht mehr bis zur. So. Und die schlägt aber auch so schön zu, die Waffe, ja, dass man nie irgendwo hängen bleibt. Ja, da ist er. Oh, warte, er rennt auf die Brücke. Jetzt! Okay. Er macht's freiwillig. Ah, da hinten ist ein anderer. Warum? Dann ist er bei mir wahrscheinlich schon gesprungen. Ja, wahrscheinlich, ja. War auch nicht schlecht. Huch! Ist eine andere Plattform da? Nee, ist einfach nur dieses Ding aus der Mitte weggegangen. Das sind diese Streben. Die sind ganz oben ansonsten. Naja, das ist der Halter, ja, sozusagen. Der das hoch und runter zieht. Aber ich glaube, du musst es schon so machen sonst. Ja. Zum Glück sind das nur solche. Oh, der ist doch so leicht. Na, ich sag dir, der hat bestimmt noch irgendeinen kleinen. Schieß. Ich weiß nicht, wo du bist.
Ach, guck mal, da unten. Wie kommen wir denn da hin? Da. What? Ich hab gar nicht geschossen. Ich hab aber nicht. Das ist eine gute Frage. Wie kommen wir denn da hin? Warte mal, guck mal nach links oben bitte. Kommt. Nee, da, guck mal, kommt die Brücke. Ach nee, das ist gar keine Brücke. Nee. Aber ansonsten, wenn man den Hebel tätigt, dann geht das Ding runter, dann kommt das da hoch. Ja, aber das ist ja genauso groß wie das andere auch. Und vor allem mit Feuer. Also, du kannst da unten runterrollen. Du kannst ja natürlich auch da hinrollen. Und wenn man nicht wegkommt, dann Homeboard bohnen. Ich halt rechts ist nämlich eine Treppe, wo du rauf kannst. Da sind, Alter, da ist noch eine Treppe. Was war das? Ich weiß es nicht. Ist das Ding links abgestürzt? Was ja. Die Platte links, wo du drauf standst, ist gerade runtergegangen. Oh! Okay. Oh! Ach, die sind so scheiße. Naja. Egal, wir haben ja, was wir brauchen. Oh Gott. Erstens echt krass, wie unfassbar stark diese Waffe schon auf plus 2 ist. Vorsicht, du bist auf irgendeine Platte. Nein! Ich... Du machst den Dings, ne? Ah, ich taumle! Boah! Wie hat er das geschafft? Hört ihr irgendwann auf? Sieht nicht so aus. Dann bauen wir mal. Nett. Was habe ich eigentlich bekommen? Nichts Gutes. Das war irgendwas Irrelevantes auf jeden Fall. Jetzt schon mal, jetzt da ist die Platte noch da. Naja, die ist dann weggegangen. Mal so richtiges Klappen gehört. Komisch. Das war doof. Ja, aber ich hätte ja sagen können, dass es schon irgendein geiles Item ist. Aber man muss da anscheinend auch nochmal irgendwann lang. Wenn man irgendwann mal auf dieser festen Lava drauflaufen kann. Ja. Vielleicht hat der es aus dem runtergeschossen irgendwie. Ja, da kann man bestimmt rüber, wenn man den Eisenkönig besiegt hat. Kann sein, ja. Ach Mensch. Ja, aber ich wollte noch, also du meinst, der macht bestimmt noch irgendwas anderes, aber ich habe ja gegen ihn verloren, als er nur das gemacht hat, was ich schon kann. Ja. Weil ich halt genau mittig stand und dadurch weder links noch rechts irgendwie. Also man muss möglichst links stehen und dann, sobald er haucht, nach rechts, damit man genug Platz hat, um wegzukommen. Bums. So. Bleib schön! Au. Also da bleibt er liegen wie so ein verwundeter Hund. Aber wenn er mitten in Feueratem steht, dann ist es halt das Gefährliche, ne? So, wenn man im Feueratem drin ist, dann ist man tot. Ja. Wirklich. Naja, wie viele Seelen wir kriegen, das ist ja unfassbar. 16.000 von dem bisschen Weg. Ja. Unfassbar. Jetzt bewegt der Arsch sich da nicht weg. Ja, hat er beim ersten Mal ja auch nicht, aber dann taucht doch die beiden schon mal ein. Wie die jetzt auch noch loslaufen. Jetzt bleibe ich hier hängen an diesem blöden Pfosten. Oh. Ja, okay, aber er bewegt sich nicht. So. Halt das Schild zu ihm. Ja, dann sieht ihn dahin. So, Musik. Hochfahren lassen. Ey, krass, 100 Folgen und wir haben 18 von circa 30 Bossen. Ja. Kommst du jetzt her? Ach, das krieg ich von allen Seiten. Och Mann, oh, lass mich doch in Ruhe. Ey, das war diese kleinen Treppen. Ach scheiße, warum hab ich jetzt blöden Steine? Weiß ich nicht. Auch wurscht. X. Ey, wir haben neuen Flakons. Fast eingekindeltes Bonfire.
Hinab! Ich muss mehr runter, bevor sich irgendjemand überlegt, uns runter zu schießen. So, du bist die ganze Zeit schon auf mich eingeschossen. Oh, der wird auch fallen nach dem ersten oder zweiten. Oh, er hat sich den Rücken zugedreht. Ach so! Warum auch immer. Okay. Nein! What? Nein! Mann, Mann, Mann! Ey! Kann doch nicht wahr sein! Ach, schön. Es musste erst dreimal nicht mein Tag sein, damit es einmal nicht der dein Tag. Nee, heute ist echt so scheiße. Ja, jetzt verstehst du vielleicht, warum ich am Ende der letzten Session so ein bisschen schlecht drauf war. Und so ein bisschen, ach ja, komm, weiter. Passt schon alles. Und ich versuche jetzt noch wieder vor den Eisentyp zu kommen. Wer ist da? König. Nee, König! Eisenkönig, Alter, Eisenkönig. Bei mir wird zum ersten Mal dieser andere Bogenschütze natürlich stehen. Warum auch nicht? Aber dieser hat er mir beim ersten Mal auch gemacht. Du bist aber in den Sonnenturm reingegangen. Oh, und jetzt. Der war ja so diesmal so komisch hängen geblieben ist. Deswegen dachte ich, ich muss noch einen dritten Schlag machen. Aber nein, er ist dann doch runtergefallen. Jetzt muss ich gucken, wenn du jetzt draufstehen willst und nach dem Moment. Das ist ehrlich runter. Gesagt. Alter. Na! Warum auch immer. Ist ja nichts passiert. Du hast dich schon mal den Lebensstand ausgerichtet. Warum denn das? Keine Ahnung. Ja, lustig gewesen, wenn es jetzt schon so angeschlagen gewesen wäre, dass es. Falsch. Dass es jetzt eingebrochen wäre. Ja. Oh, Mann, ey. Viele Folgen heute, wo ich oder The Ramen herumschreit. Hm? Ach so, das ist das obere. Ich habe mich gerade verwundert. Mann, du Kackbuhn! Warum willst du jetzt einfach nicht mehr runter? Bist du beim letzten Mal bist du runtergelatscht. Das andere geht dann nicht mehr runter. Wie ein Freitod. Ja, echt, ey. Nein! dieser Treppenpfosten da unten, ey! Mann! Lauf da jetzt lang! Ich wiederhole mich noch einmal. Liebe Dark Souls-Entwickler, solltet ihr aus irgendeinem Grund unsere Videos schauen, ein ganz kleiner Tipp von uns. Menschen, vor allem Helden, die Monster bekämpfen und Dämonen und was weiß ich alles, können Füße hochbewegen. Denkt euch da was anderes aus. Wenn, dann macht ihr einen richtigen Pfosten hier irgendwie so einen Scheiß. Oh. ...31.000. Jupp. Ein Level. Fast zwei. Nein, wir gehen auch wieder nicht zurück. Nein. Nein, wir gehen machen. Schauen wir schon. Wenn wir nix lernen, gar nichts. Ja, ist doch sonst langweilig, wenn wir was draus lernen sollen. Komm herbei! Komm mal her! Nein! Nein! Boah! Ich war Angst, wenn er hier auf diesem Platz... Warum bin ich auf einmal umgekehrt? Ja, da drüben ist ja noch einer. Kann ja sein, dass der irgendwie da Plättchen hat. Die. So, diese Dinger hier können sie ja nicht wegmachen. Nee, jetzt über die Plattform. Mann. Ich trau denen nicht. Ich hab Angst, dass man davor lang geht und vor Hitze stirbt. Man kann zwar in Lava-Gebieten kämpfen, aber. Ja, wie gesagt, das ist. Ach, guck mal, das ist ja auch lustig. Die Kuh spuckt gar nicht Feuer oder so, aber da kommt so Gas raus und dann macht sie damit Feuer. Ja. Mhm. Aha, ja, das ging ja noch weiter. Ha. Naja, ja, da oben ist da eine. Stirbt sie hinab oder nicht? Ja, der war ja auch noch. Verruck. Ah! Jetzt haben Matsch und Riesenstreitkolben. Quatsch. Laser. Ah. Na, wie ich gesagt habe, du machst das 10 zu 9 und dann in der nächsten Folge mache ich dann die nächsten 3-4 Bosse. Aber heute ist echt nicht mein Tag, was Bosse angeht.
Aber generell stelle ich mich nicht so gut an. Ich hab vielleicht eine Guillotine runter. Jetzt sehen wir. Ja. Mach's doch nicht so spannend! Ja, man hat kein großes Fenster, ich bin ja... Ah, ja, der war noch einer! Doch, Mann. Gut, reicht. So. Nein, noch irgendwas oder geht's wirklich nur da runter? Es geht nur da runter. Hier ist die Faust. Faust! Faust, Faust. Ja, hier ist, der Turm, den man aber nicht erreicht. Ja. Ja, gut, okay. Alter Eisenkönig, Mann. So. Ab zum Tor. Steinchen nehmen. Boing. Mann! So, meine lieben Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem alten Eisenkönig. Bis dann, euer Gauton und The Ramen. Ciao!